Mehr als 800 Menschen, darunter 25 Bürgerinitiativen, nahmen am Sonnabend bei einem Protestmarsch für bezahlbare Mieten und eine soziale Stadtentwicklung teil. Die Demonstranten zogen entlang der Esserhäuser auf der Reeperbahn bis zum Zeise-Parkplatz in Altona, an dem die Abschlusskundgebung stattfand. An der Planbude für die neuen Esserhäuser wurde ein Modell der alten Esserhäuser abgelegt. Die Demo richtete sich gegen die derzeitige Wohnungsbaupolitik des Senats. Der Hamburger Senat und auch die Bezirke überlassen den Wohnungsmarkt im Wesentlichen der Privatwirtschaft. Es werden viel zu teure Wohnungen gebaut, zu viele Eigentumswohnungen. Und die Sozialwohnungen werden vernachlässigt und nicht aktiv auch von der Stadt gebaut. Zumindest auf städtischen Grundstücken hätte die Stadt die Gelegenheit dazu und versäumt das. Zu Zwischenfällen mit der Polizei kam es nicht.